Platz als Jena. Punkteteilung in Neustrelitz, nicht verloren, zu Null gespielt. Und wie das Ganze zustande kam, werden uns jetzt die Trainer berichten. Wir beginnen natürlich mit unseren Gästen, mit Wolfgang Rudolf. Bitte schön. Ja, für uns insgesamt eine sehr, sehr anstrengende Woche mit den drei Spielen Nordhausen, BFC und jetzt Neustrelitz. Natürlich ist es für uns auch als Mannschaft nicht einfach, hier am Tag oder am Spieltag anzureisen, 5-6 Stunden im Bus zu sitzen und dann eine gute Leistung abzurufen. Das ist sehr, sehr kompliziert. Wir haben, denke ich mal, sehr gut angefangen. Wir hatten am Anfang zwei Riesenchancen durch Marcel Bär und Arthur Merkel und dann ein Tor gemacht, was uns abgepfiffen wird. Aus meiner Sicht jetzt nicht klar erkennbar, aber muss man akzeptieren. Und dann im Laufe des Spiels hast du schon gemerkt, dass die körperliche Frische vielleicht schon da war, aber die geistige Frische wirklich nicht so, gerade in der zweiten Halbzeit gegen eine tiefstehende Neustrelitzer Mannschaft. Nicht die Lösungsmöglichkeiten gefunden, keine guten Flanken, keine guten Standards. Auch aus der zweiten Reihe müssen wir eigentlich mehr den Abschluss suchen und insgesamt muss man dann mit dem 0-0 leben. Wir haben nicht viel zugelassen, auch in der gesamten Woche nicht. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass wir defensiv ganz gut stehen, aber in der Offensive schon unsere Probleme haben. Ja. Ich kann es nur noch mal betonen, ich bin da halt nicht der gleichen Meinung des Vereins, wenn wir da, will ich auch öffentlich sagen, wenn man dann anfragt, bei so einer langen Reise eine Übernachtungsmöglichkeit und man wird dann abgewiesen, dass es um nichts mehr geht und dass wir finanziell nicht die Möglichkeiten haben, habe ich kein Verständnis. Ja, auch für meine Mannschaft habe ich da null Verständnis. Bin ich wirklich sehr, sehr enttäuscht, sage ich ganz ehrlich, weil wenn man heute die Ergebnisse sieht, dann ist da noch eine Menge drin und auch wenn es mathematisch möglich ist, ist eine Menge drin, weil wir spielen noch gegen BRK, wir spielen noch gegen Zwickau und dann finde ich das total unproduktiv. Das möchte ich schon in der Klarheit hier nochmal zum Ausdruck bringen. Ich wünsche der TSG alles Gute, ich wünsche meinem Trainerkollegen alles Gute für die restlichen Spiele und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bravo! Ja, herzlichen Dank, Wolfgang Rudolf. So, wir sind gespannt auf die Ausführungen unserer TSG, vertreten durch unseren Trainer Andreas Petersen. Bitte schön. Ja, war lange nicht so voll. Grüße alle herzlich. Ja, ich denke mal, vor dem Spiel hätten wir den Punkt unterschrieben, so wie das Spiel gelaufen ist, nehmen wir den Punkt mit. Mit diesen, ja, wir hatten vorher auch 5 Stunden Fahrt nach Halberstadt. Die Mannschaft hat das auch entschieden, nicht zu überlachen. Das hat manchmal Vorteile, manchmal Nachteile. Heute war es ganz, ganz wichtig, gegen eine sehr gute Mannschaft anders zu agieren und anders zu spielen. Das war eine sehr disziplinierte Vorstellung unserer Mannschaft. Laufbereitschaft 1A, muss man auch dazu sagen. Fußballerisch sind wir heute nicht über unsere Möglichkeiten gekommen, weil wir einfach anders agieren wollten. Und wir stehen im Abstiegskampf, muss man leider deutlich sagen. Da ist eine andere Spielweise wichtig, eine andere Taktik wichtig. Und die war heute nicht spektakulär. Die war heute einfach im Sinne dessen, dass sich jeder opfern musste für den anderen Spieler, für seinen Mitspieler, um hier mindestens den Punkt mitzunehmen. Hatten teilweise aber nach vorne so 2-3 pro Halbzeit, 2-3 richtig gute Situationen. In der zweiten Halbzeit war, wo Spenden, glaube ich, eine richtig klare Situation, die jetzt wirklich Rohrtausch ist. Ein anderer fällt hin, Stile wurde gerade für Gerlach eventuell, sind alles taktische Dinge, die man mit einbeziehen könnte. Ich glaube, es war nachher letzten Endes ein rechtes Unentschieden. Jener mit mehr Beibesitz, aber mit wenig, ja, Einfall oder mit wenig Durchschlagskraft im Abschluss. Oder kaum in der zweiten Halbzeit so gut wie kaum, außer diese Einwürfe und den Bälle, da haben sie schon auch Qualität. Wir sind, wie gesagt, fußballerisch heute anders angegangen, mehr mit Organisation, mehr mit Disziplin, mehr mit Laufbereitschaft, mehr mit Zweikämpfen. Und ich glaube, das ist erstmal aufgegangen. Wir wollten endlich wieder die Null haben, ist uns auch gelungen, weil wir in den letzten Wochen sind wir einfach vom Ergebnis her enttäuscht. Die Spielweise war immer gut, war sehr gut teilweise, aber wir wissen jetzt, auf was es ankommt. Wir müssen jetzt auf Ergebnisse in der Rückrunde achten und das ist ganz, ganz wichtig. Die Mannschaft lebt, die Mannschaft brennt, die Mannschaft rennt. Ich glaube, jeder Einzelne hat sich heute den Arsch auf, wie das nur auf Deutsch sagt. Es war heute kein spektakuläres Spiel, es ist auch schwer auf diesem Platz fußballerische Elemente einfließen zu lassen. Wir sind einfach glücklich, hier gegen eine Top-Mannschaft, gegen einen Top-Gegner, einen Top-Trainer, hier einen Punkt geholt zu haben und auch dazu sagen,
Mehr war heute eigentlich gar nicht drin und ich denke mal, unterm Strich können wir damit leben. Wir wissen, dass wir jetzt zwar als Fünftletzter in der Tabelle rangieren, aber ich glaube, man nimmt viel Positives aus diesem Spiel mit heute. Ja, da wird das Derby gegen Schönberg, da wird es mal richtig zur Sache gehen. Die Jungs haben auf alle Fälle bewiesen, dass sie leben, dass sie gewillt sind, hier alles noch weiter abzurufen. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Wir brauchen diese Unterstützung, wie es heute der Fall war. Jetzt erst recht, wer TSG ist, bleibt dem Verein richtig treu, der unterstützt in dieser schwierigen Situation erst recht diesen Verein, diese Mannschaft, die hat es weiterhin verdient. Und ich bin guten Mutes, dass wir das auch weiterhin schaffen werden gemeinsam. Nur gemeinsam sind wir stark, davon lebt dieser Verein schon immer. Und ich glaube und appelliere an alle Fans, an alle Zuschauer, kommt hier regelmäßig her, unterstützt uns auch in Schönberg, das ist ganz, ganz wichtig, damit die Mannschaft das Gefühl hat, sie gibt was wieder, was auch Fans, Vorstand, die Stadt erwartet von der TSG und ich bin guten Mutes, dass wir das mehr als möglich schaffen werden. Ich wünsche Erfolg an alles Gute weiter, in Jena alles Gute, Ihnen einen schönen Hausweg, noch einen restlichen schönen Sonntag und ich hoffe und wünsche, dass weiterhin zahlreich so viele Zuschauer in diese schöne Stadt kommen. Dankeschön. Trainer schon so weit ausgeholt, da übrigens sich heute mal Fragen. Alles gesagt, wird hier signalisiert. Okay, ich wünsche unseren Gästen natürlich eine schöne Heimfahrt nach Jena und uns ein schönes Spiel nächste Woche bereits Samstag in Schönberg. Allen noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.